dark, we stand apart, we never see that the things we need. Guten Morgen, ihr Lieben, und schönen 4. Advent wünsche ich euch. Wir sind jetzt auch mal wach, beziehungsweise ich. Weil ich habe wieder voll spät geschlafen, weil ich immer noch nicht Vampire Diaries durch habe und da immer noch eine Folge anschaue und nicht aufhören damit. Wir frühstücken jetzt. Finn ist auch noch in seiner Schlafmontur. Keine Ahnung, was wir heute noch machen. Aber ich wollte ja einmal in der Woche ungefähr vloggen. Und deswegen mache ich das jetzt. Aber wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, weiß ich nie, was wir machen. Also irgendwas passiert immer. Und jetzt schaue ich mal, was in meinem Kalender ist. Nochmal eine Probe, oder? Huch! Dankeschön! Mein Kind ist halt lieb. Mal dran schnuppern. Ja, geht. Ja, Schatz. Schatz, die Brötchen müssen noch fertig backen. Die sind noch nicht fertig. Ja. Also wieder ein Parfüm. Riecht ganz okay, aber ich habe schon ein besseres bekommen. Ja, dann nimm dir eins. Und jetzt machen wir es wieder zu. Oh, Opa, lass Mama helfen. Ja. Gut? Schmeckt Papa. Gut? Ja, gell, schmeckt gut, muss nicht mehr weinen. Finny hat gerade geweint, weil er sich erschrocken hat, weil der Papa gesagt hat, nein. Weil er dachte, der kippte sich sonst über. Mhm. Aber jetzt trinkt das doch mit Löffel Metallröhrchen. Die Löffel sind voll cool. Ja, du kriegst einen. Es ist ein Löffel und trotzdem ist es auch noch ein Röhrchen. Also perfekt für Latte. Voll toll. Und irgendwie habe ich 500 Getränke. Ich habe einen Saft, ich habe ein Latte und ein Vanilla Cappuccino. Weil ich gelesen habe, dass wir das haben. Normal wollte ich eigentlich nur ein Latte. Hat er erzählt, dass der Paddy sich den macht, ja. Und hat gesagt, ich will das auch. Und das hat sich gut angehört. Also bin ich mal gespannt. Und unser Kranz leuchtet auch schön. Kerzen. Kerzen, ja, die kannst du nachher wieder auspusten, gell? Ja. Ja. So, wieder angegessen und natürlich bin ich eigentlich schon wieder fast fertig. Ja, wie ihr seht, habe ich hier ein Salami-Brötchen. Habe jetzt mal die Butter weggelassen, weil das echt schon fertig genug ist, weil das ist ein normales Salami. Aber ich muss sagen, es ist echt lecker, mal wieder eine normale Salami zu essen. Die schmeckt irgendwie ganz anders, irgendwie besser. Naja, vielleicht dann nur Einbildung. Oh Gott. Der Finn hat einen riesen Bollen. Butter, ich kid. Genau, heute halt Cheat-Day. Gibt's wieder schön ungesundes Zeug heute. Wenn ich will. Nicht auf dem Boden. Hallo, Mama. Hallo Schatz, tu mal den Schnulli raus. Ja. Den brauchen wir doch nur zum Schlafen. Genau, okay. Hauptsache, du hast ihn rausgetan. Finny hat vorher gemeint, das ist lustig, seinen Saft einfach aus dem Mund wieder rauslaufen zu lassen. Jetzt hat der Schlafentzug was abbekommen. Ich hoffe, wir kriegen das wieder raus. Weil ich finde den schon total süß, den Schlafentzug. Schatz! Schatz! Schaut, er findet so, wie der Papa Eisenbahn spielt. Oh, nicht im Mund. Bah. Mach mal nicht. Der Finny muss das jetzt lernen. Nicht, dass er im Kindergarten alles im Mund nimmt und alle 2 Tage krank wird. Ja. Ja. Mag der Finny sich mal sehen? Schau mal. Hehehe, das ist einfach wie paralysiert, schau. Ja. Ja, der Finn. Auch Finn. Du bist auch Finn, genau. Bist du süß. Na, kein Schnulli. Meins. Ah, meins. Ab ins Bett. Der Bulle war müde, der schläft jetzt. Der schläft jetzt mal.
Kevin hat jetzt Mittagsschlaf gemacht und ich habe so lange die Kamera aufgeladen, weil die vorhin schon wieder geblinkt hat. Also so ein Tag hält sie ungefähr durch. Ja? Und ich wusste aber nicht mehr, wie lange ich die das letzte Mal benutzt habe. Und da stand einfach, ja, drei Striche. Das hieß ja eigentlich, dass der Akku voll ist. Keine Ahnung. Irgendwie ist der entweder ganz voll oder ganz leer. Naja, egal. Jedenfalls ist sie jetzt wieder aufgeladen. Und wir wollen irgendwie noch raus, wahrscheinlich in die Stadt, weil wir immer in die Stadt gehen. Ja, ich habe mich wieder normal gemacht, weil ich habe mich hingelegt, aber konnte mal wieder nicht schlafen, obwohl ich müde bin. Da ist unser Baum. Der ist mega kitschig geschmückt. Den zeige ich euch jetzt mal, weil der Paddy meint, er muss ein bisschen übertreiben mit dem Lametta. Ja. Und der Finn hat natürlich fleißig mitgemacht. Das ist er. Ich habe schon ganz viel Lametta wieder runtergemacht. Und eigentlich wollte ich mehr vor dem Baum filmen, weil es einfach ein cooles Feeling ist. Aber mir ist ein bisschen peinlich, wie kitschig das ist. Irgendwie. Und das Bild stört. Und wir haben auch noch nicht richtig hingemacht, weil der ist hier mitten im Raum und normalerweise stellt man sowas hier in die Ecke. Sieht ein bisschen komisch aus, oder? Findet ihr nicht? Könnt ihr mir mal sagen. Finny ist wach und jetzt viel besser drauf. Der war ja so schlecht drauf vorhin. Es war richtig übel. Der hat nur rumgenölt. Nölt. Nölt. Ich will nicht. Nein. Jetzt ist wieder gut, gell? Jetzt ist er ausgeschlafen. Irgendwie war er das nach dem Aufwachen nicht wirklich. Aus. Jetzt müssen wir die eine Hose anziehen. Das ist... Stell dich mal hin. Das Outfit of today. Oh, du hast das Kacke gemacht. Ja. Müssen wir machen. Komm. Machen wir kurz eine neue Winde. Oh. Ja, wir ziehen dich danach gleich an, versprochen. Guck mal, was der Papa macht. Bild. Der filmt dich. Bild. Bild. Wir gucken mal in den Garten. Mal, dass du endlich die Regale aufgehangen hast. Die Regale sind aufgehangen. Endlich. Endlich. Finny sein Playmobil 1, 2, 3 Adventskalender. Fünf. Und dann einfach ja sagen. Ja, ja, ja. Ja. Besser. Alles gut. Alles gut. Alles gut? Ja. Mhm. Alle Gust. Pust. So schlimm war das jetzt nicht, oder? Nein. Und hättest du kein Theater gemacht, wäre es noch viel schneller gegangen. Nein, nein. Ja. Doch, doch. Du, Papa. Stehen. Papa. Wir müssen jetzt in der Stadt und schauen, was wir machen. Lauf mal so rum. Papa. Tatschi. Winnie. Da hoch? Nein, so rum. Ich wollte nur hier hoch damit. Oh. Ja. Hast du gerade fast einen Unfall gehabt? Nein. Den muss man mit dem Medizinär schauen. Natürlich, was denn sonst? Ich hatte alles mit meinem Papa. Natürlich. Ja. Super! Das machst du super! Ui. Immer! Wie toll der Finn das jetzt kann! Toll! Da ist der Wagen! Los! Super! Ui, und wie schnell! Und wie schnell! Da hoch willst du? Sag doch, Papa, Mann. Wo hoch? Da auf das Gerüst. Da hoch willst du? Natürlich. Da hoch willst du, Schatzi. Prima. Super. Los, komm, wir gehen da hoch.
Oh, Schatz. Runterfallen? Der erklärt dir, dass er da runterfällt. Kannst du da runterfallen? Fini auch? Fini lieb, schaukeln. Hinstellen? Der setzt sich 100% hin, wetten. Stehen? Naja, wenn, egal, müssen wir eh waschen. Halt dich fest. Egal. Gell, als Kind darf man sich auch mal dreckig machen. Da festhalten. Nein. Doch, Schatz, du musst dich festheben, sonst fällst du runter. Festhalten. Halt dich fest. Angeblich. Wie? Warte, warte, bleib. Mama hilft. Mama hilft dir. Vorsichtig, Schatz. Nicht, dass du aus. An die Hand. Angst. Ente. Hast du Angst? Ja. Nein. Ach was. Angst. Die macht dir nicht. Angst. Sag mal hallo, Ente. Da hat gewunken. Guck, die schauen nach Essen. Essen. Guck, die denken, der Papa hat Essen, die kommen zum Papa. Guck, da hast du eine weibliche Ente oder eine männliche Ente? Ganz viele männliche, fast keine weibliche. Hi, ihr Lieben. Also wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht. Und zwar waren wir gar nicht lang weg, wir sind halt auf dem Spielplatz gewesen. Und wollten danach noch kurz ein Crepe für mich holen, weil ich da voll Lust drauf hatte. Aber der Finn hat wirklich ungelogen eine halbe Stunde rumgeschrien und auch nicht normal, sondern so laut er konnte, so richtig scheiße. Und dann haben wir gesagt, lassen wir es. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich da nichts Süßes kriege, also habe ich mir jetzt einfach Waffeln gemacht. Aber das ist für mich mehr so ein Genussmittel und ich habe jetzt wirklich Hunger und deswegen holen wir jetzt einen Döner. Also fahren wir nochmal los. Ja, Finn ist halt zurzeit sehr trotzig und da hätte man so ewig anstehen müssen, bis wir einen Crepe kriegen und die ganzen Leute, das ist nämlich das Schlimmste immer da dran, wie die einen anschauen und so, ist wir so, Gott, so, und das hat halt nicht sein müssen. Ich zeige euch noch ein kleines Stück Waffe, weil der andere, der ganze Berg ist schon weg, ich habe nicht schon lange natürlich gegessen. Was ist noch übrig? Finn hat auch zum ersten Mal Waffe gegessen, hat eben geschmeckt, am Anfang hat er sich nicht getraut. Und die haben wir einfach mit Nutella und Puderzucker und Zimt gegessen. Seht ihr nachher mein Döner wahrscheinlich. Normal esse ich das ja nicht so oft, aber heute habe ich Bock drauf, weil ich will was Schnelles. Ich will selber nichts kochen. Und Mac war einfach zu oft und jetzt Döner ist auch irgendwie, finde ich, nahrhafter. Sag mal so, genau. Deswegen gibt es einen Döner. Da ist mein Döner. Der steht so richtig schön. Ich beiße immer mal wieder ab. Genau, und den esse ich jetzt. Fini, Zähne putzen? Mal trinken. Muss der Fini noch trinken? Essen. Jetzt hat der Fini auf einmal wieder Hunger. Ja. Fini, jetzt kann er Zähne putzen, oder? Es geht nicht essen. Ach, musst du noch was essen? Ach so. Finn hat ein sehr komisches Spielzeug aus dem Play-Dings. Nee, nicht Play, was glaube ich. Happy Meal bekommen. Oh. Oh, it's magic. It's magic. Ist das geil. It's magic. Whee. Könnt ihr tanzen? Gefällt dir das, Finn? Hat ein paar was Richtiges rausgesucht? Ja? Das gefällt dir jetzt, hm? Oh! Was ist das? Kugi. Schnulli? Ja. Sag mal Schnulli. Bulle. Bulle, Bulle. So, zwei noch zur Reserve. Ja, ich brauche jetzt einen Schuss. Das ist doch gerade einfach. Der hat den draußen ganz schnell einen Kuss gegeben. Guck so.
Aber jetzt hat das nicht mehr so gemacht. Oh, mein Knuddel. Oh, oh, wie lieb, das ist gefallen. So. Ich sehe mich aus. Buch suchen? Mich aus. Hä? Aus, mache. Was? Nee, morgen wieder. Morgen darfst du wieder eins aufmachen. Okay? Ja, eins. Okay, eins, genau. Und was magst du für ein Buch mit dem Papa anschauen? Weißt du das schon? Gleich die Maus. Die können wir immer aufräumen. Guck mal. Nein, nicht aufräumen. Aufräumen? Ja. Okay, aber dann da, oder? Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein kleiner Schatz. Schlaf schön. Bis morgen. Fini schläft, beziehungsweise schlafen tut er nicht, aber er wird jetzt auf dem Papa ins Bett gebracht. Ich mache vielleicht ein bisschen am Laptop rum. Vielleicht zocke ich auch was. Mal gucken. Werde ich mal scharf. Hallo. Gut. Und ja, ihr seht, ich beende und fange die Vlogs meistens hier an, weil hier so mein Platz ist. Ja, das war's dann und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben oder und Abo da und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.